Hallo zusammen, kurze Meldung von mir. Man sieht, das Wetter lässt ab und zu, lässt die Bienen fliegen. Dementsprechend geben die dann auch Gas. Die Völker sind nicht verbraucht. Die sind schon imstande, da was einzutragen. Ja, die Musik hört man ja jetzt gerade gerne. Nächste Woche, beziehungsweise die Woche noch, wollen die, ja gut, nächste Woche, heute Sonntag, wollen die entsprechend auch nicht unbedingt das schönste Wetter haben. Und wenn die Bienen ein paar Stunden täglich fliegen könnten, wie jetzt zum Beispiel, da würden die trotzdem was eintragen. Es ist ja schon was reingekommen, so ist es nicht, aber klar, wenn das Wetter zulassen würde, würden die ja schnell die Honigräume vollknallen. Die Völker sind nicht verbraucht. Ja, das hört man ja gerne, wie die fliegen. Im Prinzip geht das jetzt richtig los. Fliegt alles, was fliegen kann. Ich weiß nicht, ob ich da das Volk auch gezeigt habe. Das ist ein Doppelvolk. Das sind ja im Prinzip unten drei Halbsarge und da drin sind deutsche mal eineinhalb Raben, je fünf Stück. Das eine Volk fliegt auf die Seite, das andere auf die. Und dann habe ich da hier eine Halbsarge, das ist ja dann Honigraum für die, nachdem man eventuell mal Raps ja, ernten könnte, ja, wenn jetzt nächste paar Tage ja das Wetter zulässt. Man merkt jetzt auch, da kommt ja sehr, sehr, sehr viel Wind. Die Bienen fliegen aber auch trotzdem. Erschwert zwar, aber ja, es bleibt nichts anderes übrig. Und dann nach dieser halben Zarge sind da eins, zwei Zarge eigentlich drauf gewesen. Die dritte habe ich heute gerade drauf gesetzt, weil ja, das Volk, beziehungsweise die zwei Völker, die kommen schon gut, so wie es aussieht, nach oben, weil Schwarmtendenz habe ich ja bei dem oder bei den zwei Völkern nicht gehabt. Wie gesagt, das ist ja eine frisch aufgesetzte, gerade eben aufgesetzte Zarge, weil die halt relativ weit oben sind. Also ich will diese Stärke von dem Volk nicht unterschätzen, weil so Völker sind schon imstande, einiges einzutragen. So ein Doppelvolk, wo praktisch, man sieht es jetzt hier, das ist ja frisch ausgebaut. Und es wird bereits vollgefüllt. Solche Völker sind imstande, schon locker eine Zarge am Tag einzutragen, wenn da das Wetter zulassen würde. Da kann man für sowas auch nicht unbedingt alle Bienen verwenden. Das muss schon eine schwarmträge Biene sein. Und im Prinzip ist das jetzt das, was man ja die ganze Zeit auch predigt. Das ist ja angepasster Brutraum unten. Die Königinnen sitzen auf je 5 Wabe, deutsche mal eineinhalb. Deutsche mal eineinhalb Wabe hat etwa 8,5, gut 8,5 Richtung 9000 Zellen. Und wenn man das hochrechnet, da hat jede Königin etwa 42.000 Zellen zur Verfügung. Und das ist eigentlich genug. Brutraum unten ist trocken, was Honig betrifft, das ist alles oben. Und ja, da die Biene jetzt nun sporadisch fliegt, da gibt es im Prinzip relativ viele langlebige Bienen, die in dem Fall alle oben sind im Honigraum und das bedeutet schon eine Menge Honig. Im Prinzip ist das, was man sich wünscht. Klar,
da muss die Biene halt schwarmträge sein, sonst schwärmt sie. Aber wie gesagt, ich habe jetzt bei letzter Kontrolle gerade bei dem Volk oder bei den zwei Völkern nichts gefunden. Anderswo habe ich auch Zellen gefunden, Zellen gebrochen. Etwa 20% bis 25% Völker sind in Schwarmstimmung geraten. Aber wie gesagt, nachdem ich jetzt Zelle gebrochen habe und nachdem jetzt eventuell Tracht gibt, nachdem eventuell das Wetter zulässt, dass die Biene fliegen, dann könnte es schon sein, dass im Prinzip die Völker sich auf Honig eintragen, einschießen. Also im Prinzip ist heute Mittag ein schöner Tag, obwohl windig, aber die werden ja schon was eintragen. Deswegen habe ich es jetzt hier aufgesetzt, obwohl da jetzt praktisch 2,5 Tage als Honigraum eigentlich fürs Erste genug groß wären. Aber man sieht ja, die Bauchtrupps sind ganz oben, also da kann man ja ruhiger weiter. Da macht man jetzt nichts mehr falsch. Das Wetter wird nicht mehr Richtung Null gehen, nachts über, glaube ich jetzt mal. Von daher muss man sich jetzt da gar keine Gedanken machen. Ja, so viel von mir. Ich hoffe, bei euch läuft auch ähnlich. Die Völker schwärmen nicht, sind stark genug, weil Hoffnung auf Waldhonig habe ich noch nicht aufgegeben. Ich habe es schon mehrmals erwähnt. Da ist genug Wasser im Prinzip im Boden. Also Bäume werden ja schon viel Saft nach oben führen. Also die Läuse müssen entsprechend sich nur noch vermehren und dann kommen wir auf unsere Kosten eventuell dieses Jahr ja auch. Ich denke, dass jeder von uns, falls man ja Waldhonig erntet oder gut ernten kann, damit leben kann, dass es ja Blütenhonig relativ spärlich ausfällt oder ausfallen wird, obwohl man weiß ja noch nicht, Raps wird bestimmt noch eine Woche blühen bei mir. Diese kalte Temperaturen haben ihm auch eventuell oder habe ich das Gefühl zurückgehalten. Es sei denn, da knallt die Sonne und dann ist er ganz schnell vorbei. Aber dem Wetterbericht nach haben wir noch nächste Woche. Ich hoffe, dass es Tage gibt, wo 16, 17 Grad sind, wie ich schon gerade gesagt habe. Und dann passt das ja. Ja, Königinnenzucht gerade und so weiter läuft parallel. Das Jahr wird sie vielleicht irgendwie fangen. Ich habe diese Hoffnung noch nicht aufgegeben. Mal sehen, was daraus wird. Schöne Grüße von mir.